So, jetzt möchte ich da oben gerade feilen. Die Feile habe ich hinten am Heft in der Hand und vorne lege ich einfach so meine Hand drauf. Das reicht in unserem Fall. Und dann ist es einfach, dass man sich daran gewöhnt, eine gerade Bewegung zu machen. Dass man also nicht so wippt oder so wippt. Wenn ich das jetzt da oben entgraten will, setze ich die Feile an, 45 Grad, weg ist es. Ansetzen, 45 Grad, weg ist es. Wenn ich da meine Achsschenkel raussägen möchte, dann mache ich mir doch vorher schon diese beiden Schnitte da hinein. Schaut dann so aus. Vorn und hinten erwischt. Und zwei. Einmal da, nicht wundern, das ist ja ziemlich heiß. Ich muss nicht mehr entgraten. So, laut Plan haben wir den vorderen Achsschenkel einen Zentimeter herinnen. Da mache ich mir einfach da einen Bleistiftstrich. Und 6 mm von hinten, das muss ich mir einfach markieren. Wobei das jetzt aber nicht so tragisch ist, das ist rein eine Geschichte vom Ausschauen her. Dann nehmen wir die beiden Achsschenkel. Leg sie da drauf
und zeichne mir die zweite Seite an. So. Jetzt können wir es kleben. Na super. Also, fürs Kleben nehme ich den Uhu Metall. Oder wenn ich keine Werbung machen will, dann nehme ich einen Metall-Spezialkleber. Und ich brauche dann mein Handy und stelle mir da einen Timer auf 10 Minuten. Ich muss das jetzt beidseitig dünn auftragen, ich brauche da gar nicht viel. Ja, super. Haarschaft. Scheiß Vorführeffekt. Dann starten wir den Timer. Und in den 10 Minuten schauen wir, was wir was anderes machen können. So, inzwischen habe ich da so eine Gewindestange M3. Da markiere ich mir einfach 45 mm. Zwei Stück und die sägen wir jetzt ab. Die letzte Minute ist angebrochen, noch 47 Sekunden. Wie haben wir da schon hergerichtet? Das Auto rein. Die beiden Achsschenkel. Also so genau braucht man es nicht nehmen, gell? Berührtrocken soll es sein, wenn ich da aufgreife. Dann dürfen meine Finger nicht mehr picken bleiben. Das muss so ausschauen, als ob der Leim schon eingetrocknet wäre. Machen wir spannend. 2, 1. Schließen. So. Und jetzt brauche ich nichts anderes tun, als ansetzen. Andrücken. So, und jetzt kommt es bei dem Kleber drauf an, dass der angedrückt wird, angepresst wird. Und da habe ich mir so ein Hölzel hergerichtet. Und das zweite Hölzel da auch. Machen wir zuerst den hinteren Achsschenkel. So. Angepresst. Beim vorderen brauche ich das Holz nicht mehr. Telefonat erledigt, das ist inzwischen auch gepresst. Die sind dann eigentlich fest Ende nie. Und das hätte ich vorher schon machen können, jetzt klebe ich das da noch an. Zuschauen braucht da eh keiner. Ich rahme inzwischen die restliche Werkstatt auf, weil das ist eigentlich das Letzte. Wir fadeln nachher noch mit den Radeln ein. Also, das sollte man sich vielleicht ein bisschen einteilen, gell? Noch 3 Minuten. Den Rest der Werkstatt habe ich aufgeräumt. Kaffee ist auch schon fertig. Das ist jetzt genauso spannend wie vorher. Noch 40 Sekunden. Berührtdruck ist es ja schon.
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Noch 20 Sekunden. Yeah, noch 10 Sekunden, obwohl es schon längst berührt trocken ist, mache ich mich schon einmal bereit. So. Einmal angesetzt. Legen wir das dort runter. Und Finger vielleicht raus. Einmal gescheit angepresst. Das war's. So, das letzte, was wir jetzt da tun müssen, das sind da die Radl auf die Achse draufstecken. Durchfahren. Und das andere Radl auf der anderen Seite aufstecken. Das war's dann. Und schon ist wieder ein kleines Spielzeugauto fertig. Ich hoffe, das hat euch gefallen, da das kleine Spielzeug zu machen. Das nehme ich jetzt mit nach Hause und tschüss.